Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Ja, dann herzlich willkommen zur Spieltagspressekonferenz anlässlich unseres heutigen Spiels zu Hause gegen SC Freiburg 2. Spielt schon 1:0 vor offiziell 4.800 Zuschauern. Wir analysieren das hier mit den beiden Trainern. Thomas Stamm vom SC Freiburg, hallo, und Uwe Koschinat, wie immer unsere Gäste mit dem ersten Statement. Bitte schön. Ja, erstmal Glückwunsch, Uwe, die andere Mannschaft zum Sieg. Ich finde, wir haben über 90 Minuten ein gutes Spiel gemacht. Sind die Mannschaft, die, glaube ich, über 90 Minuten das Spiel mit Ball zumindest gut unter Kontrolle hatte, haben unsere Phasen gehabt. Ich finde gerade bis zu den ein, zwei Situationen, wo es dann kurz vor der Pause nochmal über Standardsituationen und auch das Tor dann so fällt, gefährlich wird, aber wussten, dass sie ein bisschen tiefer kommen werden, haben trotzdem vielleicht gerade in der ersten Phase im Spielaufbau nicht immer diese Momente gefunden, um in die zweite, nächste Linie zu kommen, haben trotzdem in der ersten Halbzeit unsere Durchbrüche und ja, finde, kommt dann sehr, sehr gut aus der zweiten Halbzeit raus, nachdem wir den Standard nicht gut verteidigen, aber das Foul davor, lasse ich mal so stehen, kann man geben, muss man nicht geben, Und sind sehr gut aus der Pause rausgekommen, haben, finde ich, eine gute Druckphase dann nochmal gehabt, wo wir gerade mit Vincent eine sehr, sehr gute Torchance hatten. Und dann ist klar, wenn man hinten raus probiert, nochmal das 1-1 zu machen, dass dann die ein oder andere Kontersituation, den ein oder anderen Gegenstoß, den Saarbrücken dann fährt, dass der kommt, dass die Räume da sind, das ist auch klar. Dass dann vielleicht nochmal eine Halbchance da ist, die Saarbrücken auch fürs 2-0 nutzen kann, das ist so. Ich bin insgesamt mit der Leistung zufrieden, mit dem Resultat leider nicht. Wissen aber auch, dass wir hier bei einem sehr, sehr starken Team gespielt haben, gerade in Saarbrücken schwierig und wissen das gut einzuschätzen. Deshalb glaube ich, die Leistung hoch anzurechnen in der Mannschaft und sind enttäuscht, dass wir keine Punkte mitnehmen können heute. Danke. Vielen Dank, Thomas. Uwe, dein Statement zum heutigen 1:0-Sieg, der knapp war, der auch, sehr Stabilität verlangt hat von unserer Mannschaft, aber das auch tatsächlich auch gebracht worden ist. Ja, ich glaube, als allererstes gilt es erstmal, zwei Dinge voneinander zu unterscheiden. Das eine ist das Spiel heute, das man mit Sicherheit rückwärts betrachtet unter dem Aspekt Arbeitssieg einordnen würde. Auf der anderen Seite logischerweise so die Gesamtsituation. Und da stehen natürlich sensationelle 33 Punkte zum Abschluss der Hälfte der Spiele. Insofern haben wir das natürlich heute sehr, sehr stark in den Vordergrund gerückt. Wir als Mannschaft haben uns auch aufgrund der Unsicherheit, mit welchem Personal, aber auch mit welcher Grundordnung wird Freiburg uns heute bespielen, tatsächlich erstmal dazu entschieden, den Gegner etwas defensiver aufzufangen. Ich muss sagen, ich war mit der Anfangsphase in Bezug auf die Ordnung, auf die Struktur sehr zufrieden. Wir haben einen sehr wachsamen Eindruck gemacht. Auf der anderen Seite konnten wir es wieder nicht unterbinden. Das war eigentlich so eine Ausgangssituation der gesamten 90 Minuten, dass wir eine sehr, sehr hohe Zahl an Standardsituationen verursachen. Das ist natürlich immer sehr, sehr viel Stress. Wir brauchen dann Adriano immer wieder auf der letzten Linie, weil er beim Verteidigen der Standardsituation für uns einfach sehr, sehr wichtig ist. Das hat ihm, glaube ich, heute auch wieder ein paar Körner im Umschaltspiel gekostet. Da wirkt er heute nicht so sicher wie in den letzten Wochen. Deswegen ist uns, glaube ich, der ein oder andere Gegenangriff einfach so ein bisschen um die Ohren geflogen. Wir haben relativ schnell wieder Ballverluste gehabt, aber ich fand die Ordnung auf dem Platz, die Art, wie die Mannschaft miteinander kommuniziert hat, sehr gut, sehr wachsam. Dann haben wir tatsächlich auch immer wieder sehr gute Schnellangriffe gefahren, bei denen wir in der Box nicht so die optimale Positionierung gefunden haben, aber die waren gut strukturiert vorgetragen. Natürlich bin ich sehr glücklich darüber, dass wir heute über eine Standardsituation dann mal 1-0 in Führung gegangen sind. Eine Situation, in der, glaube ich, durch die verzögerte Ausführung wir die Freiburger so in der Rückwärtsbewegung ein Stück weit getrennt haben und die Mitte dann frei war, seit er dann das 1-0 machen konnte. In der zweiten Halbzeit ist es dann schon so gewesen, dass natürlich, wenn du gegen Freiburg spielst, einfach wissen musst, dass es dort kein so klassisches Pressing-Opfer gibt, dass es dort keine Spieler gibt, die nicht auch mit Ball am Fuß einfach Raum gewinnen können. Deswegen habe ich schon gesehen, dass das Spiel für uns sehr anstrengend war, dass wir überwiegend damit beschäftigt waren, zu verteidigen, Linien zu schließen, viele Zweikämpfe zu führen. Da ist uns mit Sicherheit so die eigene Spielgestaltung so ein Stück weit flöten gegangen.
Aber das haben wir hinten raus auch wieder verbessert hinbekommen mit frischen Kräften, auch mit der Tatsache, dass dann Freiburg natürlich einfach auch noch stärker auf den Ausgleich spielen musste. Finde ich, haben wir das dann ganz gut wegverteidigt, haben am Ende nur eine richtig hundertprozentige Möglichkeit liegen gelassen. Es ist ungewöhnlich für Vermey, dass er den Ball dann nicht besser platziert. Da hätten wir uns nicht beschweren können, wenn der Ausgleich fällt. Ansonsten, finde ich, haben wir sehr wachsam gespielt und haben einfach die Priorität dann aufs Verteidigen und Kontern gelegt und da hinten raus auch wieder die ein oder andere gute Situation gehabt. Nochmal, in der Gesamtbetrachtung finde ich die Ausgangssituation für uns für die nächsten 19 Spiele sehr, sehr attraktiv. Es war klar, dass wir heute ein sehr, sehr schweres Spiel vor der Brust haben. Es gehört zur Wahrheit der Hinrunde, dass wir kein einziges einfaches Spiel hatten, dass alle Siege irgendwo immer auf des Messers Schneide stehen. Das zeigt, dass wir nicht so krass dominant sind, dass wir hier Mannschaften einfach reihenweise aus dem Stadion spielen und vielleicht nach 60 Minuten irgendwo uns schon zurücklehnen können. Es zeigt aber auch, dass die Mannschaft einen guten Fokus auf Punkte hat, denn die haben wir definitiv in einer sehr hohen Zahl geholt. Dankeschön. Bevor dass wir zu den Fragen kommen, vielleicht Thomas, Uwe hat es erwähnt, wir sind jetzt genau in der Mitte, eine Halbserie ist gespielt, alle Mannschaften einmal mindestens gesehen. Wie sehen Sie die erste Halbserie aus Sicht eines Aufsteigers, der ja sehr stabil unterwegs ist? Ja, auch wir haben keine einfachen Spiele. Also ich glaube, da geht es allen Drittligamannschaften gleich. Die Liga ist brutal. Wir haben es vor dem Spiel davon gehabt. Es ist für uns jedes Spiel so, dass wir an unsere Grenzen gehen müssen. Das wissen wir. Freuen uns aber immer darauf, gerade auch wie hier bei Traditionsverein spielen zu dürfen. Das haben sich die Jungs letztes Jahr mit dem Aufstieg erarbeitet und sind insgesamt mit der Entwicklung zufrieden über die ganze Vorrunde jetzt und hätten uns natürlich mit dem letzten Vorrundenspiel gerne mit Punkten belohnt. Das ist uns heute nicht gelungen, aber wie gesagt, wissen das auch gut einzuschätzen bei einem sehr, sehr starken Gegner auswärts. Und Entwicklung von den Jungs steht im Vordergrund. Einige Spieler waren heute nicht dabei. Das gehört, glaube ich, auch immer wieder dazu. Wir haben viele, viele Rotationen drin, was es insgesamt nicht immer ganz einfach macht, auch für uns als Gruppe. Aber die Jungs kriegen das sehr, sehr gut aufgefangen. Und das ist dann vielleicht manchmal so ein bisschen das Leid einer U23-Mannschaft. Auf der anderen Seite auch eine Stärke, weil es immer wieder die Möglichkeit gibt, junge Spieler einzusetzen, die dann vielleicht oben nicht so auf ihre Spielzeit kommen. Und sind insgesamt, glaube ich, mit der Entwicklung jetzt in den ersten Spielen der Vorrunde zufrieden. Und auf uns wartet mit Wien Wiesbaden nächste Woche wieder ein schweres Auswärtsspiel. Aber freuen uns auch darauf. Vielen Dank. Dann kämen wir jetzt zur Fragerunde. Bitte das Mikrofon benutzen. Ja, es gab viele gelbe Karten, unter anderem für Sie als Trainer, Herr Kuschinat. War das dann überzogen, dass man sagt, man hat da, das Spiel war ja nicht so sagen wir mal, gelblastig, dass man da so viele hätte verteilen müssen? Oder sehe ich das anders? Sehen Sie das anders? Es ist immer unangenehm, über Schiedsrichterleistungen zu sprechen. Ich glaube, dass der heute aus dem Spiel heraus wenig Fehler gemacht hat. Mein Kollege hat es gesagt, über die ein oder andere Situation kann man streiten. Jetzt war die Freistoßposition zu unserem 1-0 jetzt keine so krass spektakuläre, aber natürlich kann man darüber streiten, war das faul oder nicht. War eben ein sehr intensives Spiel. Manche Dinge verstehe ich einfach nicht. Also nehme ich die Situation von De Ville. Klarer geschubst werden kannst du nicht in die Bande. Der Junge knallt mit dem Kopf gegen die Bande und die Reaktion der Schiedsrichter ist, dass man dem De Ville permanent sagt, dass er rausrennen soll, dass man sofort an der Brusttasche nestelt. Das ist für mich ein Ausdruck von absoluter mangelnder mangelndem Fingerspitzengefühl in der Situation, weil man eigentlich wissen müsste, dass man eine sehr strittige Entscheidung getroffen hat. Und das Unverständnis habe ich irgendwo zum Ausdruck gebracht, aber das ist denen dann zu viel. Das darfst du heutzutage nicht und deswegen muss ich mir an die eigene Nase fassen. Ja. Sie haben die Punktausbeute, die gute, angesprochen. Jetzt hat man Heimspiel noch gegen TSV Havelse, gegen den Tabellenletzten. Wie schwer ist es denn, so den Fokus zu bewahren? Weil jeder wird sagen, ja gut, gegen Havelse, das gewinnst du auch noch. Da liegt dann natürlich auch so eine gewisse, eine kleine Gefahr drin wahrscheinlich. Na, wenn wir schlau sind und Sie diese Aussagen machen lassen, aber sie nicht in unseren Kopf, nicht in unser Herz lassen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir auch in der kommenden Woche ein total fokussiertes Spiel machen. Wenn das sich im Verlaufe der Woche zu sehr einschleicht, dann ist das mit Sicherheit ein Problem, dass du am Ende nächsten Samstag sehr teuer bezahlen kannst. Ganz klar. Insofern
Gilt es auch diesen Gegner, der permanent jetzt auch knappe Ergebnisse liefert, einfach seriös vorzubereiten? Und natürlich hoffen wir alle darauf, mit einem Sieg das Jahr auch abschließen zu können. Aber eine Selbstverständlichkeit, das habe ich ja eben in meinen Eingangsworten gesagt, ist das für uns nicht, weil wir noch nie diese Saison selbstverständlich relativ frühzeitigen Haken an irgendein Spiel machen konnten. Deswegen glaube ich, die Mannschaft versteht das schon. Weitere Fragen sind nicht erkennbar. Dann nochmal der Hinweis. Nächste Woche, gleiche Zeit, 14 Uhr gegen HV Else. Erstes Spiel der Rückrunde. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen weiteren guten Saisonverlauf, guten Nachhauseweg. Wir sehen uns dann im Mai wieder in Freiburg. Wir freuen uns schon drauf. Uns hier einen schönen Restnachmittag in Saarbrücken und bis nächsten Samstag. Vielen Dank. Vielen Dank.